Liebe Strategiefans, willkommen zurück. Ja, da sind von unseren 81 Befehlspunkten nur noch 5 über. Und ja, wir können jetzt noch Militäreinheiten bewegen. Und eventuell auch Generäle zuweisen und befördern. Wie sieht es hier mit Beförderung aus? Oh. Ah, das wäre hier sehr teuer. Bei ihm. 50. Oder General hinzufügen. Kostet halt Ausbildungspunkte. Was hat man denn hier zur Auswahl? 25-jährig. Ja, okay. Ein Befehlspunkt und 100 Ausbildungspunkte. Dann hier einmal heilen. Er heilt sich von alleine. General hinzufügen. Ja, abbrechen bei anderen Familien vielleicht ohne General. Patriarch Assurbanipal, der Hochländer. Okay, 40 Jahre alt. Alles klar. So. Okay, Leute, ich habe mich verklickt. Hab's mir im Video selbst angesehen. Hier Undo-Funktion. Und zwar hatte ich... War er noch ausgewählt. Ich habe nicht wirklich hier drauf geklickt gehabt. So, jetzt aber. So. Und dann bekommt der nochmal plus 20, weil er General ist. Bei der Religion sind wir dann bei 55. Okay, noch 2 Befehlspunkte. Eine 43-Jährige. Okay. Und hier hatten wir keinen guten Kandidaten, okay. Fördern für 140. C, plus 10% wird angeschlagen. Wächter. Ja, Kampf ist halt ein bisschen langweilig, aber gibt halt immer plus 5%. Er kriegt plus 10%, C. So, und dann haben wir unsere Befehlspunkte ausgegeben. Hier noch eine Stadt. Forum wurde abgeschlossen. Okay, sehr gut. Ja, vielleicht noch einen Arbeiter. Wir haben natürlich ziemlich viele Arbeiter. Aber wir brauchen hier auch noch Straßen. Aber wenn der Siedler fertig ist, dann auch die Straße fortführen. Okay, wir bauen noch einen Arbeiter. So. Und dann nächstes Jahr. Oh, hier kämpfen die halt immer noch, aber... Können ja jetzt die Stadt nicht mehr einnehmen. Als unsere... Naja, Freunde kann man nicht dazu sagen, aber... Okay, gut. Gemahlin des Herzogs Atapalti von Pteria. Unsere Schwägerin, 26 Jahre alt, ist jetzt das Oberhaupt des karthagischen Heidentums. Ihre Einstellung euch gegenüber hat sich von misstrauisch zu verärgert geändert. Oha.
Ja, weil ihre Religion nicht unsere Staatsreligion ist. Das ist natürlich schlecht. Da sollten wir dann was gegen tun. Oligarchin Tasimetu Sarat von Assur ist im Kampf gefallen. 60 Jahre alt gewesen, okay. Und unser Bruder ist jetzt Oberhaupt der Familie Erishums. Ja, das ist doch okay. Jawohl. So, also unsere Schwägerin, die ist unzufrieden. Aber ist sie... Die Schwägerin ist nicht am Hof. Okay. Dann ist das nicht so tragisch, würde ich sagen. Oh, wir haben eine große Familie. Sie ist vom Architekt Bauherren, könnte als Statthalterin fungieren bei den Erishum. Dann wäre das schon wieder hier okay. Weisheit 1, Disziplin 4. Da brauchen wir natürlich... dachte ich eigentlich, wir bräuchten dann noch ein Gebäude. Diese eine Unzufriedenheit hier, die kommt weg. Die ist nur, weil sie jetzt noch verärgert ist, aber durchs, durch den neuen Job wird sie dann nicht mehr verärgert sein. Da haben wir es. Misstrauisch plus 0. Okay. So, dann die Events. Dichterwettstreit. Die Kulturförderer in Isala planen einen Dichterwettstreit zu Ehren ihrer bemerkenswerten Stadt. Sie möchten, dass ihre Statthalterin daran teilnimmt. Was sollte sie tun? Kulturereignis stark in Isala. Ja, schön. Wir haben 2 Punkte Vorsprung vor Griechenland. Sie möge über ihren Schatten springen und eigene Dichtkunst zum Besten geben. Dann kriegt sie eine Mut oder sie kriegt eine Weisheit oder ein Charisma. Ja, bekomme ruhig ein Charisma für mehr Stadtkapital. Generalin verstorben. Neuen General wählen von den Bogenschützen hier. Kein geeigneter Kandidat. So. Dann können wir hier bauen. In die Bireme. Würde 13 Jahre dauern. Ah, das ist ein bisschen happig. Hier hatten wir auch schon eine Garnison, deshalb konnten wir den Statthalter zuweisen. Forum Stufe 1. So, sie soll befördert werden. Naturforscherin, Sägewerk und Viehweiden. Dann kriegen wir plus 2,5 Holz. Geschäftstüchtig plus 30 Geld. Okay, geschäftstüchtig. So. 55 Befehlspunkte, immer noch gut. Auch ohne die 20. Mönchslehrling abgeschlossen. Meistermönch. Und noch der Mönchsälteste. Ah, kostet sehr viel Nahrung. Okay.
So. S2 abgeschlossen. Keine Unzufriedenheitsstufe mehr. Forum 1. Würde eine Bireme 10 Jahre dauern? Ist auch nicht so gut. Farbstoffe können wir da gewinnen. Okay. Meistermönch abgeschlossen. Mönch Ältester. 80 Nahrung. Ja, da müssten wir jetzt Nahrung kaufen. Ja, Dekret 4. 12 Verfehlspunkte. Nicht schlecht. Aha. 100% Geld, 321 Geld, einfach so. Wow. »321 Geld, wenn wir hier einfach nichts anderes machen. Drei Bürger. Das ist schon stark. Was würden wir bekommen bei Schatzkammer 2? 200 Geld und 20 pro Jahr. Militäreinheiten. Bogenschützen bauen jetzt, wo wir im Holz schwimmen. Oh je. Ja, baue ich mal einen Bogenschützen, dann verzichte ich mir aufs Geld. Ah. So. Der bewegt sich einmal zu unseren Verbündeten. Und wird geheilt. Aber wir können auch in einer Runde mit Onagan beginnen. Moment. Ne, brauche ich den Bogenschützen. Ist okay. So, ich würde sagen, wir gehen noch mal eine Runde Holz hacken. Lyceum, kommt er da noch hin? Ne, der hat noch einen Aktivierungspunkt. So. Da können wir eine Viehweide bauen, da oben halt Sägewerke. Einmal ein Holz fällen. Sägewerke. So, der möchte hier ein Kloster bauen. Okay.
Ja, hier geht's dann fleißig weiter. Und Theater. Können auch hier bauen. Okay. So. Das gehört jetzt zur römischen Stadt. Probieren wir mal, ob wir bei denen Holz fällen dürfen. Wir dürfen bei den Römern Holz fällen. Au. Okay. So, dann gehen wir wieder zurück und bauen ein Sägewerk. Ganz friedlich. Okay, einmal dahin und einen Hain bauen. 13 Filzpunkte. Wir sind aktiv. Ja, wenn man mal friedlich ist, dann hat man plötzlich Filzpunkte über. Okay, wir können den Schleuderer zu einem Bogenschützen aufwerten. Das können wir hier auch machen. Schwerkämpfern verbessern, den Krieger. Ah, okay, was ist da oben los? Da ist, da lauert Gefahr. Ein Räuber. Ist auch echt stark. Was ist das für eine Einheit? Elite-Speerwerfer. Einmal da hin und dann für Axtkämpfer würden 7 Eisen fehlen. Ja, Verbesserung auf Axtkämpfer. So. Ja, der ist besonders gut gegen Stangenwaffenkämpfer. Okay. 8 Befehlspunkte noch. Was? Befehlspunkte aber. Statthalter noch auswählen. Sie ist bei minus 50, wäre dann immer noch verärgert. Okay, erstmal den 26-Jährigen. Herzogin hat Abi, sie kann gelehrt werden.
Ja, wir unterrichten ja bereits. Und sie wollten wir nicht einsetzen. Boah, der Patriarch, der ist auf plus 140. Zoroastrismus. Und 40, 52, 37, Zoroastrismus. Ah, der ist doch schon krank, der Sch Patriarch. Ja, okay, machen wir das nicht. Und mit dem Unterricht. Ja, ist sogar jetzt schon schwer krank, ja. Nee, okay. Wird das nix? Ja, wir müssen noch zwei Militäreinheiten töten. Eine Militäreinheit könnte ja die da oben sein. Ackerland, ebene Bäume, kein Hügel. Und da oben irgendwo noch Hügel versteckt? Nee. Da sind Hügel. Ah, da kann man nicht draufziehen. Ja, komm, geht euch schon mal dahin. So, okay, keine Befehle mehr. Und dann ja beenden. Könnten demnächst die Römer fragen, ob sie noch mal den Babyloniern den Krieg erklären. Und wir können eine Seestreitmacht gebrauchen. So, der Patriarch ist verstorben. Dann haben wir ein neues Oberhaupt beim Zoroastrismus. Hier die 59-Jährige plus 80. Okay. Und ja, aber die Soldatin ist verstorben. Okay. Wir können Onaga bauen. Dann haben wir hier mögliche neue Gesetze. Rechtskodex. Plus 10 Stadtkapital, proaktives Gesetz. Kostet 3 Befehle pro Jahr. Ja, und wir könnten hier mit göttlicher Herrschaft halt durch Schreine ganz viel Unzufriedenheit abbauen. Kostet aber 90 Geld pro Jahr. Gerichtsgebäude ist gut. 20% Stadtkapital in der jeweiligen Stadt. Pollenkrieger. Verbesserung von Axtkämpfer. Haben wir hier Balliste. Fernkampf, Belagerungswaffe, aber nur mit einer Reichweite von 1. Mühle, Wassermühle für Forschung. Und angrenzende Minen, Steinbrüche und Sägewerke profitieren davon plus 100%. Windmühle. Ah, okay. Kartografie, Forschungsstelen. Jahre zum Abschließen 3.
Ah, okay, das hat dann zusammen. Hängt zusammen mit dem Spionagemeister. Ja, wir können ja mal auf die Spionage setzen. Dann lernen wir eine neue Mechanik kennen. Ilia ist eure Gemahlin und Statthalter von Karthago. Weberin. Für Minen und Steinbrüche gut. Plus 22,5 Eisen und plus 17,5 Stein. Das ist ja perfekt. Und sie ist 44. Ja. So, nächster Statthalter. Tilbasib. Da haben wir Unzufriedenheit. Spielt da gar keine Rolle mehr. Minus 5 pro Jahr. Ja, plus 6 Wachstum. Oder halt Charisma. Nee, wir nehmen ruhig plus 6. Wohl. Ja, nimm mal ruhig Wachstum, plus 6, okay. Dann haben wir noch zwei weitere Events. Ja, aber die Soldatin ist leider von uns gegangen. Sie hat uns gute Dienste erwiesen. Gegensätzliche Ansichten. Die Prinzessin und unser Erbe ist mittlerweile 15 Jahre alt. In einer der wenigen Pausen kommt Prinzessin Sadito von der Akademie zu euch und bittet euch um Rat. In meinen Diskussionen und Studien stoße ich immer wieder auf zwei gegensätzliche Denkweisen. Eine besagt, dass das Schicksal das Verhalten der Menschen lenkt und wir daher alle Ereignisse mit stoischer Ruhe hinnehmen müssen. Die andere hingegen besagt, dass die Götter gleichgültig und launisch sind, weshalb wir uns selbst um Bereicherung von Geist und Körper bemühen sollten. Sadito seufzt schwer. Welche dieser beiden Ansichten ist denn nun die richtige? Die Götter müssen in jeder Hinsicht gefürchtet werden. Wird sie gütig oder abergläubisch? Geld und Wissen sind die Wurzel jeglicher Macht. Wird sie gierig oder gebildet? Die haben ja nur Probleme mit Fanatikern. Also Fanatiker steht jetzt hier nicht dabei. Da wir dermaßen viel Religion verbreiten, sagen wir, die Götter müssen in jeder Hinsicht gefürchtet werden. Ist jetzt abergläubisch. Minus 2 Weisheit. Okay, gut. Ja, und Onaga. Wir bauen jetzt auf jeden Fall mal. Onaga kostet 100 Steine, 50 Holz. Dauert hier 4 Jahre. Ah, und hier der Bogenschütze. Naja, gut, brauchen wir ja noch einen Onaga. Dann haben wir zwei Onaga. Und Römer. Babylonien. Benötigt seit dem letzten Krieg sind weniger als 5 Runden vergangen. Ich würde gerne wissen, wie lange das noch dauern würde. Naja, gut. Das werden wir im Auge behalten. Okay, gut. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye bye.